So, damit recht herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von Trains in World. Wir stehen hier mit einer Baureihe 422 in Wuppertal und ja, werden fahren einen S-Bahn-Dienst auf der S8 in Richtung Hagen und das Ganze mit einem Repaint für die 422. Wie wir auch schon sehen können, kommen wir vielleicht mal ein bisschen schon. Kommen wir nicht, kommen noch nicht hoch. Gut, können wir uns später vielleicht mal anschauen. So, den aktuellen VRR-Farben hier in Grün, wie wir das sehen können, das anschauen können wir uns allerdings später, weil wir sind eine Haltestelle zu weit vorne. Wir sind, glaube ich, in Wuppertal-Steinbeck. Oh, stimmt's hier nicht ganz. Wir müssen eine weiter und dafür rüsten, würde ich sagen, hier erstmal alles auf. Wir können auf jeden Fall die Klimaanlage anmachen. SIFA-PCB haben wir angemacht. Den Rest brauchen wir hier nicht. Handbremse ist eh aus. So, können wir uns mal setzen. Dann haben wir hier noch ein bisschen was zum Einstellen. Ne? Für unsere Fahrgäste, Fahrgastraum, Licht. Für uns machen wir hier auch mal ein bisschen Scheinwerfer, ist auch relativ, ne? So, apropos Scheinwerfer, wir machen mal Zugspitzensignale an, hätte ich gesagt. So. Und Zugzielanzeige machen wir gleich. Wir stecken hier einmal unseren Generalschlüssel ein. Vorwärts. Und dann können wir ja eigentlich schon mal losfahren, ne? Das sollte echt kein Problem sein. Wir können eigentlich, ne? Oder? So. Abfahrt. Wunderbar. Gut. Dann ziehen wir erstmal ganz kurz vor. Unsere Anweisung ist jetzt erstmal in der Wuppertal Hauptbahnhof zu halten. Und genau, da können wir da dann erstmal die Zugzielanzeige einschalten, uns vielleicht den Zug ein bisschen anschauen. Wir haben nämlich auch das Innenraumdesign sieht auch entsprechend ein kleines bisschen anders aus. Die Sitze haben sich verändert. Ja, da gucken wir einfach ein bisschen, wenn wir da sind. Ich habe die Tür schon wieder zugelassen. So, bisschen frische Luft hier. Das kann ja nicht angehen, wie hier so im Muff da vorne drin sitzen, das geht ja nicht. Ne? Ein bisschen hier. Achso, ja, die SIFA. Sorry. Die ist auf cool. Das muss man ein bisschen anders. So, wir sind bei 75. Wir sollten vielleicht ein bisschen zügiger bremsen. Sollte aber passen. So, Ansage brauchen wir nicht machen, weil wir sind ja, ne? Erst die Einfahrt hier so. Ja, wir halten ein bisschen zu weit vorne, aber das geht schon. Aber ist gar nicht so schlimm. So, Zugzielanzeige machen wir mal schnell. So, das. Ja, komm, Intrigen können wir ja schon mal. Die Leute wissen ja, wo wir hinfahren. Steht ja am Bahnsteig. So, das FIS. Und da können wir jetzt die Route eingeben. Weder für Zug 1 und Zug 2 separat, wie wir es im letzten Video schon mal gemacht haben. Oder wir können auf den Zugverband und für alle einstellen. Dann stellen wir für alle mal die S8 nach Hagen ein. S9 Wuppertal, S8 Hagen. So. Eingabe. Wunderbar. Guck mal. Ja, vollständig, da können wir ja einmal das wegmachen. Dann wandern wir einmal durch den Zug. So kommen unsere Business-Fahrgäste hier vorne. Ich finde das immer noch mega, also ich finde, das rentiert sich nicht. Warum sollte man, guck mal den Sitzabstand an. Ne, aber Hauptsache jeder für mehr Geld wollen, ne? Das ist, finde ich unverständlich, aber hey. So, ansonsten, wir haben hier Neusitzbezüge. Ich vermute mal, die werden sich realistisch gestalten. Kann ich denn irgendwo Platz nehmen? Mit euch hier. Guck mal, da ist nämlich auch nicht arg viel mehr Platz. Also auch nicht arg viel weniger Platz. So, Licht haben wir auf jeden Fall an. Und oh, hier ist noch freie Vierer. Fantastisch. So, wir können auch mal nach außen hier das Ganze mal anschauen. Oh, schon, ich habe 443 Repaint installiert. Naja, gut. Das ist alles von der Bello gekauft. So. Und das haben wir einmal unser Fahrzeug für heute. Fand ich ein ganz schickes Repaint, deswegen habe ich es auch mal genutzt. Also ich mache hier vielleicht mal zu. So. Schau mal ganz kurz, wir müssen die Türen für Riegeln. Ja, gut, schade. Dann ist dem wohl so. So, ach so. Ja, haben wir natürlich Kontrollblick gemacht, klar, ne? Es ist, haben wir natürlich. So, und Abfahrt. So, einen wunderschönen guten Tag, alle Fahrgäste hier recht herzlich. Willkommen auf unserer Fahrt bei der DB Regio in der S8 nach Hagen Hauptbahnhof. Über, keine Ahnung. Ich kenne mich auch gar nicht aus auf der Strecke. Ich weiß auch nicht, warum sie mich hier eingesetzt haben. Aber ihr müsst halt ein bisschen Vorlieb mitnehmen. Unser nächster Halt im Minimut Wuppertal. Ich weiß, es ist übertrieben, es ist eine S-Bahn, aber ja, gut. Aber wie gesagt, ich fand das ganz cool. Kann ich echt nicht. Das macht wahrscheinlich keinen lauten Sound. Nee, gut, dann lassen wir das mal. So finde ich es ganz angenehm, so ein bisschen Ambient hier noch im Hintergrund zu haben. So, 100 darf ich noch nicht. Nee, schade. Ich versuche mal ein bisschen ohne
HUD zu fahren. Das finde ich immer ein bisschen schicker. Oh ja, generell, apropos schick. Aber das macht echt was her hier in der Bahn. Sollte sie fahren natürlich nicht vergessen. Ich denke mir, wenn man alles gedacht, darf ich hier jetzt... Wo wusste ich jetzt, dass ich hier schneller fahren darf? Stand doch nirgendwo 90, oder? Ja. Gut, wir dürfen 90 fahren. Ich merke es mir. So. Ist da vorne denn schon der Halt? Da ist doch schon der Halt. Genau. Dann werde ich mich schon mal bremsbereit machen. Wie am Anfang lieber ein bisschen defensiver fahren. Und wenn man eine Verspätung hat, dann kann man einfach nochmal ein bisschen was an seinem Fahrstil ändern. Ja, Sifa ist gut. Hier Hens verstorben, ne? Leute, der weiße Strich ist nicht... gut, da habe ich jetzt die 100, habe ich jetzt gesehen. Kinder, der weiße Strich, der kommt nicht von irgendwoher. Das hat alles, sagt, ergibt Sinn. Gut, ich fahre jetzt zwar nicht durch. Dadurch wird es noch schlimmer, aber... Leute, einfach ein bisschen aufpassen, ne? So. So, Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, oh, das ist doch fantastisch hier. Guck dir mal an. Aber davon kann Joshi ein Thumbnail machen, wenn er Bock hat. Wenn er denn dran denkt. Sonst darf er sich was anderes aussuchen. Ja, der sieht schon cool aus. So. Weiß auch immer nicht, wann ich denn losfahren darf. Also ohne Interface jetzt halt, ne? Wann haben wir denn offiziell Abfahrt? Kann ich im Logbuch nachgucken? Ich weiß nicht, wo das Logbuch ist. Ah, oh, Türen verriegeln. Gott, dann, und mal wieder zu hier, so. Gut. Zurückbleiben, bitte. Ich bin noch voll im S-Bahn-Ding drin, ne? So. Da sieht gut aus. Und los geht die wilde Fahrt hier. Aber der zieht aber auch gut los hier, ne? So, was aber wieder bald kommt, ist A Train Sim World 2. Da ist ja zumindest der Vorteil, dass hier die alten Addons noch kompatibel sind. Allerdings wird das trotzdem mal ein Vollpreistitel. Wobei wir halt auch dann die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke scheinbar haben. Mit einem ICE3, der noch mitgeliefert wird. Also wird vielleicht schon ganz spannend. Wir haben noch eine London Underground Strecke. Das finde ich tatsächlich persönlich auch ganz nice. So, haben wir uns auch 100. Okay. Gut. Dann versuche ich mal ein bisschen so zu fahren. Also, ich freue mich tatsächlich schon ein bisschen drauf. Auch wenn er wahrscheinlich wieder Vollpreis seine... Boah, weiß nicht, ob der Preis schon feststeht, aber wird wahrscheinlich wieder ein bisschen... Wieder ein bisschen teurer. Aber wir gucken einfach mal, ne? Zumindest sind die Addons kompatibel. Das ist aber, finde ich, auch das Mindeste. Wir haben uns auch mal vor Ewigkeiten, glaube ich, im ETS-Konvoi mal irgendwie drüber unterhalten. Wie der denn jetzt, sagen wir mal, so mit der... Preispolitik ist, ob das in Ordnung ist oder ob man das irgendwie hätte wie beim Train Simulator lösen können, quasi das Ganze als Update liefern und nur wenn man dann wirklich die neuen Strecken haben möchte, dass man dann nochmal bezahlt, aber ja, ne, da waren auf jeden Fall verschiedene Meinungen mit dabei. So, was haben wir hier denn Schönes? Kannst du leider nicht lesen. Ja, die Fahrgäste werden es wissen, ne? So, Wuppertal-Barmen. So, ja, sie fast gut. Ich vergesse das immer ein bisschen, so. Und auf damit, ne? Gibt es dafür auch Tastenkombinationen? Nur mal so, warte mal. Was gibt es hier überhaupt für Knöpfe hinter der Tür? Das ist eine Frage 1. Und Nummer 2 Tasten. Ist hier bei Einstellungen? Steuerung, Maus und Tastatur. Kann ich denn Türen links, rechts verriegeln? Fahrstufen. Hauptschalter. Markierung Motor. Tür QRST. Trennschalter. Treppenbelohnung. WTF. Sieht nicht danach aus. Oder F wie Freigabe. Na naja, gut, das suche ich jetzt auch nochmal nicht weiter. Das ist auch mega langweilig. Fahrstufe. Ich weiß auch nicht, warum ich das so machen muss. Okay. Gut. Dann machen wir dann einfach so. Hier hätten wir ein paar Türknöpfe, ne? Schließen und alles. Spiegel habe ich nicht, ne. Ja, gut. So, Fahrgäste einsteigen lassen. Warten bis... ist noch ein paar Sekündchen. Okay. Aber das heißt, wir sind in der Zeit. So, jetzt aber. Ich kriege auch keinen Pfiff. Was ist da?
Fantastisch. Ich muss aber sagen, also kann das sein, dass sich die Physik zum Positiven verändert hat? Ich habe das noch so irgendwie im Gefühl, dass das mega schäbig war, so teilweise, dass sich der Train Simulator da jetzt irgendwie besser angefühlt hat, aber gut, wenn das so ist, das ist natürlich cool. So, Wuppertal-Oberbarmen, Bahnsteig 6. Wir halten es aber schon ganz schön oft, ne? Ja gut, das ist auch eine S-Bahn. Da kann man sowas, da kann man sowas erwarten, habe ich mal gehört. So, 1,5 Kilometer, das heißt, wir fahren noch einen Ticken. Oh. Was erblicken denn da meine Augen? Mach mal kein Auge hier. So. Das sehe ich doch hier einmal. Wunderbar. Dann halten wir vielleicht an einem anderen Bahnsteig. Das kann auch ganz spannend sein. Ja, gut. Turret. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ich habe jetzt gerade... Ich höre einen anderen... Ich weiß, es ist schon risky, ne? Mach mal die Tür auf. Das macht es natürlich um einiges weniger risky gleich. So, wo dürfen wir denn jetzt gleich hin einmal? Sag nicht, das ist erst nach dem Halt, oder? Das ist hier schon. Wahrscheinlich werden wir hier rüber gescheucht. Ne, werden wir nicht. Gut, dass ich gebremst habe, ne? Das ist, war schon notwendig. Naja, gut. Uns ist kein Kollege unterwegs, ne? Wir haben eine Doppeltraktionsschiene, das haben wir ja schon gesehen beim, hier genau. Beim Einstellen. Ah, da vorne sind für... Ja, moin. Gut, aber durch die PCB musste ich schon ein bisschen früher... Ja gut, so langsam tatsächlich dann doch nicht. Ja, ich hab's ein bisschen versemmelt. Ich muss daran denken, dass wir hier echt stark... Also, richtig starke Bremsen haben. Stark, ja. Starke Leistung. Woo. Ja, ich weiß, ich beglückwünsche mich gerade selber. Das ist ein bisschen belastend. So, guck mal, genau. Die anderen Fahrzeuge sind auch alle das Repaint. Finde ich auch so ein bisschen eine schwierige Sache, dass, also, dass dieses Modding nach außen hin, da ist das Haar, das ist doch aber noch drin, oder? Ja, easy. So. Ja, das Modding finde ich ein bisschen schwierig, weil du überschreibst halt immer nur die Originaltexturen im Endeffekt. Also du überschreibst sie nicht, aber du replayst die halt einfach irgendwie komplett und ja, gut. Und auch so Szenarienoffenheit, das bin ich immer ein bisschen... Wir sind skeptisch hier, aber naja. Sind wir mal alle auf Trains in World 2 gespannt. Also ich glaube auch gerade streckenmäßig wird das auf jeden Fall was mit sich bringen. So, Türen. Wunderbar. Und los geht die wilde Fahrt. So, hoffentlich nicht ganz so wild. Total langer. Alter, finde ich, wie viele Haltestellen gibt es denn hier? Achso, stimmt, ich muss ja 40 fahren. Da muss ich jetzt mal dran denken. So, in Richtung S. Stimmt, es gab ja auch so zwei Streckenstränge. Ich muss mich gar nicht befreien. Wer hat sich denn für mich befreit? Darf ich 50 fahren? Gut. Darf ich 60 fahren? Okay. Ich beschwere mich nicht. Oder sind das nur 100 pro 40, ne? Ja, nee. Ich fahr mal langsam. So. Ich schau mal ganz kurz auf die Karte, ne? Man kann jetzt da einmal hier oben rumfahren und einmal unten rum. Ein Teil davon haben wir ja auch schon mal gesehen. Ja, 120. Ich warte. Wir fahren mal, hat mal 60, ne? Ich warte auch gespannt auf die 120. Wobei, nee, warte ich nicht, weil da vorne ist der Halt. Aber so ein bisschen können wir schon mal beschleunigen hier. So, schön ein bisschen dynamisch fahren. Hier die Fahrgäste mal durchschütteln. Wir wollen ja, dass die fit und vital bleiben und ihre gelenknahen Muskeln irgendwie trainieren durch das ganze Geschüttele. Und dass man sich festhält, das ist jetzt auch enorm wichtig. So, da darf ich immer nicht vergessen. Ich meine, ich sehe das schon auch mal im Display, aber ich nehme es nicht mal wahr. Also ich weiß schon, dass das da auch steht. So, ich bin ja nicht vollständig auf den Kopf gefallen. Also bestimmt schon ein paar Mal, aber mehr als die sowieso bleibenden Schäden habe ich jetzt nicht unbedingt davon getragen. Von daher kommen wir einmal... ein bisschen kürzer. Direkt am Ende vom Bahnsteig. Okay.
Ja, da kriegen wir locker hin mit unserer Hin- und Zurückbremsmethode hier. So. Gucken wir mal nach WTF. Ich wollte wirklich rechts rausgucken. Ja, das wusste ich gar nicht, dass wir das machen können. Ja, jetzt komme ich erst nach hier. Herzlichen Glückwunsch. Bin ich ganz früh über meine andere Türseite sonst. Ach ja. Schick, schick. Aber ich muss sagen, ich finde, hier hat man schon, gut, was aus der Engine rausgeholt. Jetzt bin ich mal gespannt. Dürfen wir? Ich will ihn verriegeln. So, zurückbleiben, bitte. Sehr, sieht gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier, eine Sache ist, was man macht. Also, nur ob das jetzt hier, weiß ich nicht, aber ich bin mal so. Ach, guck mal, ich habe sogar hier so ein Mikro wahrscheinlich. Den Mirko. Ich habe sogar den Mirko. Was habe ich denn hier eigentlich noch alles auf dem Ding? Kann ich irgendwie zurück? Ah, dann gehe ich zurück. Keine PCB, gut. Aha. Ach genau, Zug, und da kann ich ja immer, stimmt, da konnte ich ja meine, die IDs meines Zuges sehen. Gut, das war ja die andere Geschichte. So, 120. Er könnte aber, wenn ich jetzt nicht auf die Bahnhöfe, mich nicht rechtzeitig sehe, könnte das eng werden. Naja, gut. So, Schwellenwest. Guck mal, jetzt sind wir aus Wuppertal draußen. Wird wohl irgendein ein Vorort sein, weil wir jetzt kurz vor Wuppertal sind oder hinter Wuppertal, je nachdem, wie wir das sehen. Ja, ich weiß. Du bist auch noch da. Schwelm. Du bist mir aber ein Schwelm. Ja, ist unglaublich witzig, ich weiß. Okay, aber man sieht schon aus relativ großer Entfernung hier die Haltemarkierung. Von daher sollte das eigentlich funktionieren. Ja, ich versuche halt das lieber ohne dieses Interface zu fahren. Das ist schon echt nicht cool, ne? So 80. Brauche ich nicht. Okay. Gut. Wenn du es nicht bestätigt haben willst, ich hätte es jetzt bestätigt, aber wer nicht will, der hat schon gehabt. Dann komm halt drauf, damit klar, dass es das hier da, dass du mir vertrauen musst, dass ich es gesehen habe. So, Sifa habe ich gesehen. So, einmal der Ausstieg links. Gibt bestimmt eine Taste dafür, ich bin einfach nur zu blöd. So, Wunderbärchen. Ach, das Megafon. Okay, gut. Guck mal, da gibt's Tickets. So, steigt immer eine. Warum chillt ihr hier? Fällt hier noch was anderes? Ey, nicht käppeln hier. Ruf gleich die DB-Sicherheit. So, einsteigen. Und zurückbleiben, bitte. Nee, sie bitte nicht mehr. Dankeschön für Ihr Verständnis. Nee, die nächste Bahn. Ja gut, du kannst auch nicht erwarten, gerade wenn du an den Bahnsteig kommst, hat der dann noch... Nee. Mal bei, sagen wir mal, so niederrangigeren Verkehrsmitteln wie Bus oder S-Bahn ist das, und Straßenbahn ist das noch eher likely als jetzt hier bei einer S-Bahn. So 120 hatten wir, ja. So, nächster halt Schwelm. Nein, nicht über den Schwelmwitz, das ist... Das wäre jetzt unangebracht. Ein Schwelm, wer Böses dabei denkt. Oh Gott, ist das schlecht. Ey, dieses Let's Play. Nee, absolut nicht. Nee, wirklich nicht. Nee, ehrlich nicht. So, Akkuschneller brauchen wir auch gar nicht. Wir müssen eh gleich wieder halten. Sag mir mein unglaublich sicheres Bremshaltegefühl. So, vorne ist doch der Schwelm. Da ist der Schwelm. Ich sehe ihn doch schon. So, du bist grün. Jo, du bist nur in verkürztem Abstand. Ist da vielleicht ein... Erblicke ich dort ein gelbes Lichtlein? Aber nein, es ward ein weißes. Ui, sag mal, kurze Bahnsteige, du. Eieiei. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Ich bremse vielleicht in Zukunft ein bisschen leichter. Tut mir echt leid. Aber ein cooles Thumbnail hier mit der... Graffiti-Wand. Ich riskiere es aber manchmal auszusteigen, weil das eben noch cool zu fotografieren da von der Seite. Kann ich speichern? Würde ich das noch mal ganz kurz riskieren. Ein Schwellen, wer Böses dabei denkt. Ich kann da wieder hochsteigen eigentlich, ne? So.
Ich bin ein bisschen klein, aber es geht. Ist auch keine schlechte Sicht, muss ich sagen. Ah, das andere Thumbnail war wahrscheinlich cooler. So. Ja, klar lässt er mich da hoch. Wunderbar. So, wir können da gleich wieder abfahren wahrscheinlich. So, haben wir nach links geguckt. Verriegeln. Achso, ich sollte vielleicht gucken, ob wir wirklich abfahren müssen. Jo. Zurückbleiben bitte. So, da sieht gut aus. Fahrgäste bleiben zurück. Jop. So. Hier, das Signal war auch in Ordnung. Ja gut, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es waren 80 auf jeden Fall. Das ist was, was wir vielleicht beachten sollten. So. Nächster halt, Gevelsberg West. Oh, ich erinnere mich grob noch so ein bisschen an die Städtenamen von letzter Aufnahme. Ich meine, die ist auch schon gefühlt eine Ewigkeit her. Aber ich erinnere mich auch an die Kommentare von euch teilweise zu dem Thema und dass ich immer Magdeburg mit Mönchengladbach verwechselt, fängt beides mit M an. Aber ich habe auch tatsächlich manchmal, ich habe das auch teilweise manchmal richtig gesagt, ne? Ich weiß, ich sag gerade dreimal richtig und dann sage ich zweimal falsch und dann am anderen Ende der Welt, Mami, das kann gar nicht sein, das ist unrealistisch, Josh, voll Kacke. So, gut, wir fahren einfach noch ein bisschen. Gut, wir fahren jetzt dann scheinbar über das Signal. Ich sehe das immer ein bisschen schlecht, ja. Ich habe eine Weiß-Gelb-Schwäche. Zumindest hier in-game. Scheinbar. Hier sind doch jetzt aber immer nur noch 80, genau. Das heißt, ich fahre zu schnell. Das wollte ich wissen. Mehr wollte ich mir gar nicht bestätigt haben. Aber es hat. Ach so. Wer hat die Tür zugemacht? So, geht ja gar nicht. Das ist meine Tür mit Luft. Ich meine, ich würde gerne die Fenster in der Tür aufmachen, aber das lässt er mich ja nicht machen, oder? Sollen wir irgendwo 80, wer hat 80 stehen? Nee. Oh. Nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. So, Durchzug. So muss das sein. Wir sind ja ein Zug. Ich treffe mal das Fenster. So, komm. Fenster reicht. Ey, die Tunnel sind ja mal geil. Sind wir echt hier schon mal durch die Tunnel gefahren? Oder war das letztes Mal doch die andere Strecke? Okay, 80. Ja, Gevelsberg West kommt mir schon noch bekannt vor. Gut, wir sind auf jeden Fall die andere Richtung. Ich habe zumindest mindestens mal darauf geachtet, dass wir die andere Richtung fahren. Ja, ne, von daher. Also, für mich ist das was komplett Neues. So, erstmal einen halben Kanister Wasser weggesüffelt. Es sind schon viele Wiederholer hier. Gut, das ist auch eine Rechtskurve. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, steht auch nichts Besonderes dran für uns. Aber guck mal, schön durch den Wald hier, auch wenn er wieder so abkippelt. Wo hatte ich denn das neulich? Das ist auch ein Trains in World. Guck mal, das war eine der wenigen Sachen, die ich physikalisch nicht cool fand. Dass das irgendwie... Das war schon mal besser. Das mit dem Kippeln ist, finde ich, übertrieben. Also voll übertrieben. Also wenn man das ein bisschen runterregeln würde, wäre das, glaube ich, ein ganz cooler Effekt. Aber er ist eindeutig zu krass. Boah, Alter, viel zu krass für mich. Ja, nee. Ist das da vorne schon? Yo. So, verehrte Fahrgäste, Gevelsberg West. So, können wir mal ein bisschen früher anbremsen. 40, ja, wir sind zu spät. Wie auch immer, wer das jetzt geschafft haben. Ich war jetzt eigentlich immer eher schneller als zu langsam. Naja, gut. Und ich bremse wie so ein Irrer, von daher kann ich mir das eher schlecht erklären. Naja, gut. So. Hauptsache immer wieder schön die Bremse locker lassen gegen Ende. Da tut sich ganz so weh beim Stehenbleiben. So, machen wir auf damit und Göpp schon raus. Guck mal, da kommen wir sogar durchs Fenster. Ah, guck mal, wir gucken durch das Fenster. Das ist ja schön. Gevelsberg West. War ganz schön viel los hier. Frei ist in die freie Kamera. Sehr frei. Nee, nicht ganz so frei. Was gibt's denn noch? 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 ist die freie, ne? Ja, aber ich komme nicht höher. Meine Drohne fliegt wohl nicht hoch genug. Ich hätte mit der Drohne machen können, dass ich gar nicht aussteigen brauchen. Auch ein richtiger Profi einfach. Na gut. So, zurückbleiben bitte. Ihr bleibt zurück. Dankeschön.
So, und Abfahrt. So, ich weiß aber, dass wir schon... Wir sind zu spät, deswegen kann ich safe sein, dass wir weiter müssen. So, das nächste ist... Gibbelsberg Kipp. Okay. Ja, Kipp, das macht der Zug hier ganz gerne. Wir dürfen 80. Er kippt nach rechts und kippt nach links. Yep. Genau. Eigentlich Kippen gibt es bei mir keine hier im Zug, ne? Bitte beachten Sie das gesetzliche Rauchverbot an Bord. In dieser S-Bahn, so, 80, unerwartet. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also... Als ob ich das schon mal heute irgendwo gesehen hätte. Als ob ich das schon eine Weile lang fahre im Spiel. Das ist wahrscheinlich einfach die Strecke, die mir da einfach nochmal ins Gewissen gerufen hat. Wahrscheinlich, weil ich ein paar km/h zu schnell war. So, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ach nee, da muss ich mit der Kamera schon wieder so blöd. Da ist nicht cool. Da gibt es denn für mich irgendeine andere Möglichkeit zu wissen, wann ich jetzt wirklich losfahren kann? Eigentlich ja nicht. Nee, da brauche ich schon das Interface dafür. Bisschen schade. Gut, ich habe auch tatsächlich keinen Zugabfertiger, der das für mich erledigen würde. So. Steigt es mal aus. Ach, guck mal, ich kann das auch so relativ zügig machen. Gut. Ach, wahrscheinlich, wenn einfach keiner mehr... Oh, da wird mit zurückbleiben, aber schwierig. Ja, geht. Steigen die echt die ganze Zeit ein noch? Oder... Ich beobachte das jetzt mal. Sonst hätte ich gesagt, jetzt könnte ich es würde ich verriegeln. So. Logischerweise. Gut, dann machen wir das einfach so. Zurückbleiben, bitte. So, da passt schon. Nächster halt. Ach, Gebelsberg Hauptbahnhof. Weil die nicht alles haben hier. Ich glaube, ich habe auch letztes Mal schon irgendwie über Gebelsberg referiert. Sagt mir irgendwas. Er triggert mich aber jedes Mal hier, das Kaff. So. Wird sich in dem linken Display geht die Uhr und in dem rechten... Ach doch, da geht die auch. Ja, okay. Gut, da habe ich nichts gesagt. So, da haben wir jetzt einen Aufenthalt oder haben wir hier... Ja, wobei Aufenthalt ist halt auch irgendwie immer mega useless auf so einer S-Bahn-Linie, wo du auf nichts wartest. Das Aufenthalt halt einfach verschwendete Fahrzeit, ne? Ist dann genau das Ding, warum Leute dann die ÖPNV nicht nutzen, weil allein schon jeder Bahnhof ist für den, der da nicht ein- und aussteigen will, eigentlich verschwendete, also sinnloser, ewiger Aufenthalt. Ja, man könnte ja durchfahren, aber... Genau, für sowas gibt es ja verschiedene Zugkategorien. Pferdefahrgäste. Pferdefahrgäste. So. Ich hatte früher tatsächlich immer, habe ich jetzt schon mal erzählt, ist eine mittelmäßig interessante Story. Aber man kann es ja mal erzählen. Ich weiß gerade nichts Besseres, von daher erzähl mir das mal. Und zwar ganz, ganz früh als Kind. Ihr habt doch schon auch ein paar Sachen gehabt, wo ihr die immer falsch verstanden habt, so wenn die Leute erzählt haben. Also, dass ihr die immer nicht richtig, entweder nicht richtig verstanden habt, wie auch immer. Ich hatte das immer mit der Tagesschau. Haben die ja, also das war wirklich, da war ich noch sehr, sehr jung. Da haben die immer eine Art von Pferdezuschauer gesagt. Also da ist immer so ein bisschen genuschelt. Ja, Pferdezuschauer. Da habe ich mal immer meine Eltern gefragt, ja, warum sagt der denn Pferdezuschauer? So, und ich habe halt gedacht, das heißt Pferdezuschauer. Also wie das, was auf der Koppel steht und Hüer Hüt macht. Also Pferdezuschauer. Ja, warum sagen die denn Pferdezuschauer? Und ich habe das scheinbar so überzeugend wie Pferdezuschauer ausgesprochen, dass es dann hieß, ja, das ist halt eine höfliche Ansprache. Und das habe ich mir dann jahrelang, aber eine Weile lang, ist es dann bei mir im Kopf rumgeschwirrt, jo, okay, Pferdezuschauer ist eine nette und höfliche Ansprache. Gut, akzeptiere ich einfach mal. Warum auch immer Leute mit Pferde verglichen wurden. Also ich weiß nur, wir hatten früher nicht selbst Pferde, aber es gab Nachbarn, die hatten eben welche und wir sind auch noch immer regelmäßig über die Koppel gelaufen. Deswegen waren mir Pferde prinzipiell nicht so fremd komplett. Aber ja, ich fand das halt weird. So, ihr habt bestimmt auch so ein paar Sachen gehabt. Ich hatte auch, das habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, in jetzt so der Geschichte gerade. Ist eigentlich alles mega unspannend, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Die Sache mit, wir hatten im Dorf damals halt einen Schlecker, wie wahrscheinlich viele andere Käfer auch.
Und da stand außen halt klar Drogeriemarkt drauf. So, das Ding ist halt, Klein Yoshi hat schon mal das Wort Drogen gehört und wusste, dass es böse ist. So, hallo YouTube-Algorithmus, huhu. Ich rede da gerade nicht drüber, auch wenn ich das Wort benutzt habe. So. Und genau. Ich habe, das ist was Böses. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist genauso wie dieses Kindergartenphänomen irgendwie. Du lernst halt ein Wort, du weißt nicht, was es bedeutet, aber du weißt halt, dass etwas Böses ist und deswegen verwendet man das halt. Ne? Aber ich habe halt gedacht, oh, das ist aber ein böses Wort, das darf man doch gar nicht. Das ist irgendwas Negatives, das dürfen die doch nicht draufschreiben auf den Laden da. Was ist denn das, bis ich irgendwann mal. Gut, aber interessanterweise kommt es ja, glaube ich, tatsächlich irgendwie von Drogist oder sowas, der Drogeriemarkt, und hat tatsächlich so einen ähnlichen Ursprung. Von daher ist es gar nicht so weit entfernt. Und ja, Ken Josh hat schon in frühen Jahren Sprachwissenschaften betrieben. Unfreiwillig, aber ja, das waren so meine. Ich meine, scheinbar gefühlt, das hatte ich irgendwie nie. Es ist also so eine Mega-Story. Ich habe immer gedacht, Frau Kludowich heißt mit Nachnamen Kludowich und Frau ist einfach nur, weil Frau. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, das hatte gefühlt jeder irgendwie. Ach, keine Ahnung. Ich jetzt nicht, aber ja. Ja, schwer, Frau Kludowich. Ja, jetzt wieder eine andere Sache. Aber ja, ich glaube, so kleine Versprecherchens oder Verhörerchens, die hatte jeder von euch in der Kindheit. Und wenn nicht, dann nicht. Und jetzt mal alle in this wood here. So. Jo, dann. Keine Ahnung. Können wir denn losfahren oder nicht? Ich vermute mal, ne? Ach, ich bin echt zu früh. Ja, ja gut, die paar Sekunden. So. Angleis 1, zurückbleiben bitte. Das Zoom-Auge. So, die dürfen wir den nächsten Zug nehmen. Ah, ich schaue wieder in die falsche Richtung. Ist egal, komm. Wir beschleunigen schon mal. Und Abfahrt. So, nächster halt. Hagen. Wir sind schon Richtung Hagen? Nicht schlecht, okay. Das stört mich jetzt nicht, weil ich wollte jetzt eh nicht mehr 300 Jahre lang aufnehmen. Von daher, boah, ich begrüße das gerade recht herzlich. So, wir durften ja 90. Jo, genau. 90 waren angeschrieben, von daher, da passt schon. Und hier sind 100. Ja, ein paar Meter zu früh, aber komm. Haben auch keine Zeit. Du bist pünktlich. Ja, aber das heißt ja nicht, dass das eine längere Zeit so bleiben wird. Ich würde hier lieber schon mal, wenn ich weiß, dass es Richtung Station geht, lieber ein Ticken langsamer unterwegs sein, weil er immer nicht weiß, genau. Ob das vielleicht direkt hinter der Kurve kommt und man es schlecht einsehen kann. So, die SIFA nochmal hier bestätigt. Vielleicht ein bisschen stärker in die Eisen, ne? Ist ja nicht allzu langer Bahnsteig, aber man muss die Bremse auch nicht immer so voll ausnutzen, wie ich das hier mache. Also du, genau du, dich habe ich gerade aktiv angesprochen, nicht. So. Fantastisch. Also der ist ein, der Zug, der ist echt gut zu fahren, weil er sehr viel verzeiht mit den, ja, wieder falsch. So. Er verzeiht dir relativ viel mit. Ja, brauche ich gar nicht gucken. Das ist eh egal. Da kann ich eh, Leute, jetzt komplett. Kann ich jetzt eh machen, was ich will. Von daher, das macht jetzt eh keinen großen Unterschied. So, bitte warten Sie einen Moment. Türen verriegeln. Zurückbleiben bitte. Auf gut Glück, ne? Wir klemmen schon keinen ein. Böses Lachen. So. Hagenreu. Ja, okay, das ist eher so das Vorkap von Hagen wahrscheinlich, aber in 2,2 Kilometer. Gut. In einer Minute, klar, natürlich. Aber 100. 100 hatten wir ja, von daher. Könnte das vielleicht sogar passen. Nee, nicht ganz. Also nicht beim Ansatz. So, komm. Hau mal rauf hier. 80. Na gut. Aber das ist zumindest mal nicht GPZB. Das heißt, ich kann
Weil es gibt ja diese Magnete, die nach der Zeit deine Geschwindigkeit messen. Hab den Namen vergessen, aber die gibt es. Und die sind böse. Die habe ich, aber ich sehe die nicht eher auf so Hauptstrecken? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich muss da ein bisschen drauf acht geben. Das ist nicht nur, weil du keine PCB-Beeinflussung hast. Heißt halt nicht, dass du nicht trotzdem gemessen wirst. So. Das habe ich auf jeden Fall mal gelernt. In dieser. Boah, das war in so einer Eurocity-Folge. Genau, Münster-Bremen mit so Schweizer Eurocity-Wagen. Habe ich mir ein bisschen zusammengebastelt. Ja, ja. Der hat mich da richtig schön reingebremst. Das war assi. Das heißt, assi, es war ja richtig, ne? Aber. Ich meine, ich wäre wahrscheinlich auch noch pünktlich da langsam gewesen, aber ja. Ich erhebe Einspruch, eindeutig. So. Ja, gut, das Gewackel geht wieder los. Kann man das einstellen in die Option? Weil ich weiß nicht, die letzten Male fand ich das immer zu krass. Ja, wir warten mal auf Trains in World 2, da wird alles anders nicht. Oh, aha, übersehen. So gut ist die Bremse dann auch wieder nicht, ich weiß. So, bitte beachten Sie, der Ausstieg ist an den ersten beiden Türen nicht möglich. So, wie schlimm sieht es denn aus? Ja, das müssen Sie halt gucken. Ich sollte mich da vielleicht als Sicherungsdude dazwischen stellen. So, liebe Leute, ihr macht zwar keine Anstalten, aber hier bitte, da macht mal nicht. Ist nicht gut. Macht das da, passt da mal auf. Die passen auf. Passt da mal auf hier. Achtung, Achtung. Vorsicht, Vorsicht. Da geht's runter. Ganz steil. Nicht Achtung. Achtung. Okay, nervt. Endlich hat das kapiert, dass Zeit das... Ja, so, zu damit. Ach, nicht C, sondern E, ne? Ja. So, Abfahrt haben wir auf jeden Fall. Komm, wir sind trotzdem mal seriös. Blick. So, verriegeln. So, wunderbar. Falsche Richtung. Und Abfahrt. Mal da vorne. Ich fahre da mal langsam hin. Wir schauen mal. So, Hagen-Wieringhausen. Ja, ganz schön viel Hagen hier. Ah, nee. Aha. Hä? Ach, das ist gegen... Ah, Gegenrichtung. Gut. Dann frag ich mal nicht. Ah, dann weiß ich es ja mal nicht. So. Ah, hier wird es eingleisig. Okay, das hatten wir aber dieses Mal gar keinen Gegenzug, den wir abwarten mussten. Also wir haben grün, ne? Ich bleib jetzt nicht extra stehen. Das ist in 1,4 Kilometern. Dann ist es aber wirklich nicht mehr weit. Ah, hier muss ich, okay. Hier muss ich die BCB beachten. Gut. Das ist aber schon mal bei 80, ne? Ist es scheinbar nicht immer an die Geschwindigkeit gekoppelt. Ich brauch's nicht über 70 hochbeschleunigen, das wäre wahrscheinlich zumindest vom Fahrplan optimiert, aber. Ach, guck mal, einfach sogar noch langsamer. Gut. Siehste, brauchen wir alles gar nicht hier. Ganze Luxus mit dem Schnellfahren. So. Nee, nicht zur Überwachung rein. Schön. Guter Vorteil, das sind Geschwindigkeiten. Da verpasst man dann zumindest sehr wahrscheinlich nicht die Station. Was ist denn hier links? Das sah ein bisschen wie Wasser aus, war dann aber kein Wasser. So, hier sind die 70. So, komm, wir können aber ein bisschen rollen hier. Ach, hier ist gut. Heißt, wir haben gleich 40. Heißt, ich darf nicht über 40. Gut, ja. Nicht, dass wir gleich noch hier eine bremsmäßig auf den Deckel kriegen und ich sehe schon, wir sehen wieder schlecht. Ach, guck mal, wir wurden eh dran erinnert. Ich glaube, die PCB weiß das aber nicht mehr, wenn wir mal stehen, oder? Bin mir das gar nicht so sicher. So. Ich glaube, der nächste dürfte dann fast schon Hagen, Hauptbahnhof sein. Ja, wollen wir mal gucken. Schauen wir einfach mal. So, achso, wir könnten da mal, ne, wir könnten da mal rausgucken, Köpf schon rausstrecken. War's das? Ach, keine Ahnung.
Ne, Türen verriegeln. Wunderbar. Zurückbleiben, bitte. Und Abfahrt. So, Hagenbahnsteig 12, genau. So, Pferdefahrgäste, bitte beachten Sie. Unser nächster Halt ist Hagen Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an den Fernregionalverkehr der Deutschen Bahn. Bitte beachten Sie. Diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ja, ne? Vielen Dank für Blibla-Blubba, dass Sie uns Fahrkarteneinnahmen bescheren. Weiß ich nicht. Dass sie mir den Job hier verschaffen. So. Oh, mal ganz langsam rein. Tuckern hier, schneller geht ja scheinbar nicht. So, tucker, tucker, tucker. Ah, das ist gar nicht von uns. Okay, hab ich gedacht, hä, wo kommt denn... Ja, gar kein Dieselzug. Wo kommt denn der? Wo kommt denn der Schornstein hier? So. Das nächste Hauptsignal war ja rot, aber ich vermute mal, das ist am Ende vom Bahnsteig. Genau, und ich erinnere mich hier mal die erste Folge tatsächlich begonnen. Auch wenn das schon ein bisschen her ist, aber er sagt mir vom Bahnsteig, vom Bahnhof und sowas. Ich glaube auch einer von diesen linken Bahnsteigen hier tatsächlich. Wenn nicht, war es sogar, glaube ich, genau der. So, links ist dann unser Service. Dings hier müssen wir. Dann der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir wollen richtig wieder Pep halten hier. Gut, aber das war es bisher bei allen Bahnsteigen so, ne? Wunderbärchen. Dann machen wir einmal Halt. Türchen auf. Oder würde ich sagen, wir steigen aus. Bei euch bedanke ich mich an dieser Stelle immer recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Ich mache mir jetzt, weiß ich nicht, so, ich setze mich jetzt hier rein und so, ich fahre jetzt eine Runde, weiß ich nicht. Kann da gucken, wo der Pfeffer wächst. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.